Mein Name ist Matthias Baum, ich bin hier neuberufener Professor für Entrepreneurship und digitale Geschäftsmodelle. Mein Weg oder mein akademischer Weg hat an der Justus-Liebig-Universität in Gießen begonnen, mit einem Abstecher nach Paris, wo ich insgesamt dann als Diplomkaufmann fertig studiert habe. Danach habe ich promoviert zusammen mit der Robert Bosch GmbH, da auch schon so ein bisschen herausgefunden, dass Unternehmertum und gerade so ein innovatives Arbeitsumfeld für mich auch was ganz Inspirierendes sind. Und danach durfte ich zunächst einmal die Gründungsförderung im Raum Mittelhessen mit dem auch hiesigen Kollegen übrigens Rodrigo Isidor mit aufbauen, mitgestalten, bevor ich dann in Kaiserslautern Professor für Entrepreneurship wurde und dann dort auch eben die Gründungsförderung, das Thema Entrepreneurship dort halt eben dann auch gestalten durfte. Und jetzt bin ich hier und ich freue mich, hier tätig zu sein in Bayreuth. Neben der Tatsache, dass ich mich hier sehr wohl gefühlt habe, emotional und auch in den Gesprächen, in den Begegnungen, die ich bislang hier hatte, gab es eigentlich drei zentrale Gründe. Die Uni Bayreuth hat zum einen einen sehr, sehr guten Ruf in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben hier alle Grundelemente, die wir brauchen, um ein Innovationsökosystem, ein unternehmerisches Ökosystem aufzubauen. Wir haben starke Gesellschaftswissenschaften und aber auch MINT-Bereiche, Institute, die das Ganze anreichern und mit denen man gut hieran zusammenarbeiten kann. Und, das ist ein zentraler Punkt, die Hochschulleitung steht hinter dem Thema und erlaubt es dementsprechend auch hier mit vollem Werf, mit vollem Engagement in dieses Thema reinzugehen und das zukünftig zu gestalten. Meine Vision für den Standort ist es zum einen, die Universität Bayreuth zu einem der nationalen Hotspots im Bereich Entrepreneurship-Forschung zu machen, aber eben auch darüber hinaus zu gehen und eben nicht nur das forscherische Element hier im Bereich Unternehmertum und digitale Geschäftsmodelle zu vertreten und zu stärken, sondern eben auch die Universität Bayreuth als einen regionalen Champion im Bereich der Innovationsgestaltung, im Bereich des Unternehmertums mitzugestalten, aufzubauen oder das dazu beizutragen, dass das hier eben in der Richtung halt eben auch weitergeht. Wir wollen problemlösungsorientierte Menschen hervorbringen, die Innovationen hervorbringen, die tatsächlich unsere Herausforderungen lösen, die gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen, eventuell auch die ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dazu eben einen Beitrag zu leisten, dass das ein bisschen besser funktioniert, die Methoden an die Hand zu geben und aber auch das Mindset hier aufzubauen. Also den Menschen so ein bisschen einzuimpfen, unternehmerisch zu denken und zu handeln und dazu fähig zu sein, dann auch eben erfolgreiche Unternehmen umzusetzen. Oder wenn Sie sagen, ich will kein Unternehmen selber gründen, dann eben im Rahmen von den bestehenden Beschäftigungsverhältnissen dort innovativer zu sein, gegebenenfalls auch bessere Chefs mal irgendwann zu sein, bessere Manager zu sein, die auch innovationsfähig sind. Das ist unser Bestreben und ich hoffe, dass wir dazu auch durch die Gestaltung der Lehre hier am Standort etwas beitragen können.